So, willkommen Leute bei Mind Magic 6 nicht. Nee, das war Part 6 gewesen letztes Mal. Deshalb denke ich ja Mind Magic 6 nicht. Also ich denke da nicht dran. Also nicht, dass ich denke, ich denke da in irgendeiner Weise dran. Denn ich denke nicht an Mind Magic 6 nicht. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben, haben uns von Camaro die Maske abgeholt. Und die Leute hier, die sind hier auch alle sehr fröhlich hier in der Nacht. Muss ich einfach mal lassen. Aber wie es die Nacht mal so will, ihr erinnert euch, hier gibt es nämlich an der Ecke, wir können uns das mal ansehen, den Gasthof zum Eintopf. So, das Problem ist, im Gasthof zum Eintopf, da könnten wir auch eigentlich ganz normal reingehen. Der Gasthof ist einfach geöffnet ab 8 Uhr morgens. Auto morgens. Aber das Problem ist, wir kommen da jetzt nicht rein. Aber es gibt jetzt so eine kleine Sache, ein kleines Problemchen. Wir müssen da rein. Weil dort gibt es in der ersten Nacht und in der zweiten Nacht kann man dort etwas erledigen, von dem man, wie immer, halt nichts weiß, wenn man sich nicht einfach mal dort umsieht. Ja, mit dir rede ich nicht. Sondern wir müssen einen Weg da reinfinden, wie wir da hochkommen, wie wir hier reinkommen. Und der beste Weg dafür ist, glaube ich, soweit ich mich recht erinnere, ich glaube, es gab ein oder zwei Wege da rein. Aber ich glaube, der Weg, den ich euch zeigen werde, ist den hier mit der Deko-Blume und mit dem Scrubfish springen hier rein, wieder aufs Dach rauf, wo wir letztes Mal das Kind geholt haben. Einmal so, yeah! Okay, da sind wir hier drauf. Und hier kommen wir dann einmal hier rein. Sammeln einmal um, zack, und schon sind wir mit der ganzen Sache erledigt. Und ich glaube, von hier oben, ja, und hier oben kommen wir jetzt in den Gasthof rein. Hier gibt es etwas nämlich zu gucken. Wir können es hier auch ganz mal umsehen. Der Gasthof ist ein ganz freundlicher Ort. Auch ohne Musik, ohne alles, mit schönen Lichtscheiben, mit einer tollen Maske. Allem drum und dran, alles, was das Herz begehrt. Alles, was man braucht, ist alles hier. Nun ja, was das Problem jetzt aber ist, hier ist niemand und hier will auch niemand was sagen. Hier ist auch keine andere Rezeption, weil der Gasthof ist ja geschlossen und so weiter. Hier gibt es genug Tüdelkram zu machen. So, das Problem ist nur. Das Problem ist nur, dass hier bestimmt auch noch irgendwas gemacht wird. Ist hier jemand zufälligerweise? Hallo? Nee, hier krabbelt ein Käfer rum. Okay, Käfer und Wasser. Lustiger Ort. Warum auch immer man so einen Fluss hier drin laufen lässt. Einfach so. Ja, das ist eine gute Idee, wenn wir einfach mal hier in unser Haus. Hier übrigens hier eine von euren berühmten Minecraft-Kühen, wie ihr sie nennt. Minecraft-Kühe, bevor es Minecraft gab. Ja, das ist eine gute Idee, so einen Fluss einfach mal bei uns laufen zu lassen. Und ich habe gehört, manche Leute haben hier Probleme. Aber ich muss ja. Wow! Okay, alles klar. Hallo, Hand. Papier bitte. Drücke Start. Okay, was sollen wir machen? Also, jetzt mal ganz eindeutig. Denkt mal drüber nach. Guckt mal, wo wir gerade stehen. Er will Papier haben. Er braucht Papier. Er sitzt gerade auf einem Plumpsklo und braucht Papier. Was steht da unten? Guckt mal, wo ich gerade drauf stehe. Ich stehe auf Papier. Wieso? Fragezeichen. Wer, wie auch immer, diese Person wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, wir können es auch einfach mal kurz auf dieses Notizbuch mal umsehen. Ich habe euch das noch nie gezeigt. Hier. Hier könnt ihr sehen, dass hier bestimmte Leute, hier steht das auch mit Uhrzeiten, so bla und blub, was ihr eben halt so gemacht hat. Und wann ihr bestimmte Dinge tun könnt in so einem Zeitstrahl für diese 20 Personen. In dem Fall steht hier zum Beispiel dieser liebe Kerl hier drin, nämlich unser Freund, der Fragezeichenmann am Gasthof. Und hier seht ihr auch die Zeiten, wann ihr ihnen helfen könnt. Oh, guck mal, am dritten Tag kann man auch zu ihnen kommen. Interessant. Das geht also auch. Und hier wird dann angezeigt, wann man dieser Person helfen kann. Heißt, dieses Bomber-Zeitbuch, das hilft einem schon ziemlich dabei, um herauszufinden, wann man was machen kann. Nun ja, und wir haben hier unseren Freund, der diese rätselhafte Erscheinung, die hier Hilfe braucht. Naja, er will Papier haben und jetzt denkt mal drüber nach, was ich getan habe. Ich habe mir doch extra das Zertifikat hier geholt, die Landurkunde von unserem Deko-Freund. Ja, und das habe ich nicht umsonst gemacht, es tut mir leid. Aber dieses Mal will ich diese Landurkunde dafür benutzen und ihn, ja, ihn bei seiner Notdurft zu helfen. Hier, bitte, hier ist sein Papier. Oh, du hast mich gerettet. Das ist hier reingeploppt, sie geben es Du hast ein Herzteil gefunden, du hast wohl zwei Teile eingesammelt, wenn ein weiteres und deine Energieleiste zu erweitern. Du hast Fragezeichen aus der Bedrängnis geholfen, das wurde im Notizbuch vermerkt. Tschüssi, Fragezeichen Mann, lebst du jetzt weiter in deiner Toilette oder ja, okay, gut. Fragezeichen Mann mag uns anscheinend nicht, jupf. Weißt du, Fragezeichen Mann, du kannst nicht mal, weißt du, ich hab dir geholfen und du gehst einfach weg. Naja, immerhin hast du mir ein Herzteil gegeben. Kann ich hier dann so rausgehen wieder? Das geht. Andersrum kann ich hier rausgehen, ich kann jetzt nicht wieder reingehen, oder wie? Nun ja, das Ding ist, ihr könnt da reingehen,
Dafür müsst ihr euch gleich am ersten Tag ein Zimmer reservieren. Das werde ich euch auch mal zeigen im nächsten Tageszyklus. Naja, wie soll ich sagen? Reservieren? Vielleicht nicht. Aber man kann es so ausdrücken. Auf jeden Fall werden wir uns am nächsten Tag, den nächsten Tageszyklus dort auch mal umsehen. Ja, diese Nacht ist noch jung. Wir haben ja extra die Zeit verlangsamt, dass sie nur mit der Hälfte der Zeit läuft. Und diese Zeit wollen wir uns natürlich auch gerne nutzen. Nein, nicht für diesen Köter hier. Ja, können wir auch einfach mal mit den Leuten kurz hier mal ein Stückchen reden. Weil die, was der liebe Phoenix FMH bemängelt hat, die Leute, ich weiß nicht, die Leute sind ein bisschen komisch drauf, gesagt er. Herr Lehrling, würdest du bitte aufhören, Löcher in den Himmel zu starren? Die Leute, wir müssen auch mal ein bisschen mit denen reden, was die zu denken. Und zwar hat sich der Phoenix darüber gewundert, die Leute, die sehen doch, dass da über uns ein riesiger Mond ist. Wieso macht sich darum keiner Gedanken? Ja, diese Frage ist natürlich mehr als berechtigt. Muss ich einfach mal so sagen. Kann ich mit dir eigentlich auch reden? Ja. Wir werden heute Nacht durcharbeiten. Ich frage mich, ob alles rechtzeitig fertig wird. Die Leute sind halt momentan voll mit ihren Festformen fokussiert, dass sie das hier rechtzeitig in die Gänge kriegen. Die wollen da natürlich dran handhaben. Ah, dieses Plakat schmerzt in meinen Augen. Was für ein dilettantisches Haufen und Heilhilfe-Tabachi da! Okay, geht wieder, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte das nicht. Ich habe eigentlich nur ausgesehen auf diese Taste gedrückt, auf einmal ist Link durchgedreht. Nein, um ehrlich zu sein, eigentlich würde ich hier schon jetzt gerne nochmal hochgehen, weil ich möchte hier nochmal gucken, was der Lehrling ganz da braucht. Warum guckt er denn Löcher in die Luft? Das ist dann verdammt nochmal sein Problem. Wir gehen mal kurz gucken, was der liebe Lehrling für ein Problem hat. Hallo, wieso guckst du denn Löcher in die Luft, mein Freund? Hast du dafür einen Grund? Gibt es dafür einen guten Grund? Kann ich ja mal fragen, so ist es ja nicht. Er ist schon wieder größer geworden, das ist nicht gut. Also, wie wir sehen können, wir können hier nicht mit jeder Person darüber reden, aber wie wir sehen können, manche Person fällt es auf, der Mond wird mit der Zeit immer größer, er kommt immer näher. Sie sagen, er wird größer, aber sich kommt er immer näher. Und der Lehrling, der ist schon total fokussiert darauf, der kann da gar nicht von weggucken. Nun ja. So, wie zu ihm. Hier sind übrigens ein paar schöne Postkästen. Das wird auch nochmal wichtig werden. Nur mal so an der Stelle gesagt. Wir wollen aber erstmal wieder ins hintere Gebiet gehen, wo wir die Fee am Tag finden können. Zum Waschplatz. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Du bist etwas gruselig. Naja. Wie dem auch sei. Letztes Mal bin ich vorhin weggegangen, aber dieses Mal will ich mit ihm reden. Sie sagen, ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer lebte. Jetzt sind sie böse, seufzt und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit und an die üble Gegenwart, an die ich denken muss. Du hast was überlesen, ja, ja, das werde ich tun. Hochwertes Publikum, vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band mit Hunden und Eseln und so. Wie konnte ich, wie war es nur möglich? Ein Mensch da unter Tieren ist er selbst denn auch so eins? Sie waren alle großartig, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum er? Warum nur der Hundekerl? Was? Los mit mir! Was? Los mit ihm! Okay, gut. Okay, dieser Hund. Er war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Er hatte immer alle motiviert. Und deshalb hab ich sie gestohlen. Die Maske von dem Hund. Ich verliere es dort. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Aber ich brauche sie nun nicht mehr. Ich gebe sie meinem Gast. Ja, geil, die Bremer Maske. Das ist natürlich diese Maske. Das ist natürlich eindeutig eine Anspielung auf die Bremer Stadtmusikanten. Ein Hund, ein Esel, ein Huhn und ein Katze oder ein Schaf oder so. Das ist eine Anspielung drauf. Diese Maske gehörte den Lieder einer tierischen Band. Besonders kleinere Tiere fühlen sich von ihr angezogen. Ja, wirklich lustige Sache, dass wir die Bremer Stadtmusikanten hier mit reingeklatscht haben. Naja. Die Bremer Maske. Damit können wir also kleinere Tiere anziehen. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Guru, Guru. Der Wandermusikant wurde ins Notizbuch eingetragen. Du hast ihm seine Schuldbekenntnis abgenommen. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Alles klar, kein Ding, Guru, Guru. Kann ich mit dir eigentlich noch dein Lied spielen? Darf ich mitspielen? Okay, dann nehm halt nicht. Weißt du, ich bin auch nicht auf dich angewiesen. Weißt du, ich muss gar nicht mit dir spielen. Hast du noch etwas zu sagen? Sie sagen, ich bin zu laut, viel zu laut, wenn ich auf meinem Zimmer übe. Sie waren jetzt böse.
jetzt bin ich traurig. Ich bleibe die Nacht über hier und halte mich vor ihnen fern. Zerstör Kisten, zerstör Frösche. Ich haue wieder ab, lache mich über die Typen schlapp, denn ich habe keinen Bock mehr auf die Musik. Ja, so läuft das ja manchmal im Leben, ne? So läuft das manchmal im Leben. Es ist immer sehr merkwürdig. So, jetzt muss ich aber nochmal kurz auf meine Checkliste gucken, ob ich denn für heute alles erledigt habe. Wollen wir mal einmal kurz grummeln. Muss ich mal überlegen. Bevor es hier wieder losgeht, ne? Bevor es hier wieder losgeht, haben wir ja noch eine kleine Sache zu erledigen. Oh yeah! Okay, alles klar, die beiden tanzen hier immer noch. Oh je, wenigstens mal, wenn ich an die Stelle denke, muss ja Nintendo Capri sonst dummes Intro denken, was da jemand für ihn gemacht hat. An der Stelle. Nun ja, vielleicht kenne ich ein paar Leute von Nintendo Capri Sun. Ich verfolge ihn schon seit 2007. Nintendo Capri Sun, mein absoluter Favoriten-Let's Player. Ich bin seit Anfang an bei ihm mit dabei. Auch noch, als er irgendwie knapp unter 1000 Abonnenten gewesen ist. Aber nun ja, das ist der einzige Let's Player, den ich wirklich noch riesig verfolge, wenn ich auch mal Let's Plays gucke. Gut. Wie dem auch sei. Wir haben doch letztens darüber nachgedacht. Wir haben doch schon mal eine ähnliche Melodie gehört. Letztens. Und diese Melodie, ihr erinnert euch vielleicht daran, an Camaro. Setzt diese Maske an und vollführt einen eigenartigen Tanz. Ja, ihr erinnert euch vielleicht. Wir können ja auch so einen lustigen Tanz hier machen. Die wir uns hier in die Ecke stellen. Guck mal, wir können hier auch so tanzen. Und können hier einfach so cool tanzen die ganze Zeit. Und so, oh yeah, ich bin Link, ich tanze wie ein echter Tänzer. Oh ja, ich kann mich einfach hinstellen und tanzen. Ich bin ziemlich cool. Oh, oh ja, oh, okay, alles klar, wir sehen können, wir können tanzen. Ja, ich bin Raver Man. Okay, alles klar, okay, es geht wieder. Ja, wie auch dem sei, ihr wisst, die beiden, die haben ja ein Problem. Wenn ihr abends über einen Tag bei denen reden kommt, dann erzählen sie euch davon, dass sie momentan einen neuen Tanz einlernen wollen, aber es ihnen an Kreativität fehlt. Dementsprechend sagen sie einfach nur die ganze Zeit völlig angepisst, die Geschwister Rosa, die Zwillingstänzerin, wurden in mein Notizbuch eingetragen. Die stehen hier halt jeden Tag und die haben ja ein Problem. Sie versuchen einen neuen Tanz also zu studieren, aber sie kommen irgendwie nicht wirklich weiter. Vielleicht können wir sie ja inspirieren. Ich habe kein Gesicht. Okay, Link, du machst einen wirklich wundervollen Tanz. Du hilfst diesen Leuten, glaube ich, sehr weiter gerade. Denn diese Maske auch noch, die so, wir könnten was davon lernen. Die machen es einfach mal nach, weil dieser eigenartige Tanz ist wirklich sehr cool. Und der Bomberjunge so hinter, was wollen die denn von mir? Was ist das für eine Tanzvorstellung? Muss ich dafür Geld bezahlen? Verpisst euch! So ungefähr denkt er sich das gerade. Und der Wache nur so im Hintergrund. Mann, ist das schön. Ich wünschte, ich hätte ein Gesicht. Mit einem Gesicht könnte ich viel mehr sehen. Aber ich habe auch kein Gesicht. Diese Link hat auch kein Gesicht. Und die beiden so, oh ja, wir beten dich an. Ja, du bist der beste Typ der Welt. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Senpai! Oh, jetzt hast du dir aber die Frauen zu Füßen liegen, Link, ey. So schnell geht das in dem Spiel. Du hast ein Herz gekommen. Die vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Deine Energieleiste wurde erweitert. Wir haben vier Herzen. Vor dem ersten Dungeon. Oh. Du hast die Herzen der Tänzerin gewonnen. Oh, wieso gibt es da nicht zwei Herzcontainer? Das wurde im Notizbuch vermerkt. Ja, ey, ja gerne, ey, Link, sei doch nicht so bescheiden. Auch, Mann, du wirst aber so schnell verlegen. Meister, ist er großartig, Senpai! Okay, alles klar, geht wieder. Hast du toll gemacht, Link, hast du wirklich toll gemacht. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Weißt du was, ich glaube, ich gehe mal raus hier. Jetzt den Rest des Tages kann ich nochmal damit verbringen. Ich gehe Richtung Schädelbucht raus. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen draußen hier gucken, was man hier so an Geld erstmal finden kann. Oh nein, ich habe immer noch die Maske auf. Ich erinnere mich. Ich will nicht die Maske auf haben. Ich will mit Schleimmonster kämpfen. Das macht viel mehr Spaß. So, hier, bitteschön, Schleimmonster. Gute Nacht. Ich will noch mal ein paar Rubine sammeln gehen. Warum auch nicht? Hab ich eigentlich... Ach, wisst ihr was? Ich brauche gar keine Rubine sammeln. Ich kann euch doch noch was anderes zeigen. Ich sehe euch gleich in Ost-Unruhstadt wieder. So, wir sind in Ost-Unruhstadt angekommen, durch den Westeingang hier gerade, der im Süden ist, andersrum, durch den Südeingang, der im Westen ist. Und wir wollen jetzt nochmal, bevor es hier jetzt gleich hell wird, weil das ist ja der Fall, ja, wir haben ja noch einen kurzen Moment Zeit und wir wollen nochmal, ich will euch nochmal eine Kleinigkeit zeigen, die wir jetzt machen können. Wir haben ja schon den Code hier einmal eingegeben, deshalb können wir auch in diesen Tageszyklus hier wieder mit reingehen.
Ich sage euch mal ein kleines Geheimnis hier. Ihr erinnert euch ja noch daran, wie ich euch gezeigt habe, wie man an 100 Rubine schnell rankommt. Naja, und da gibt es noch eine kleine Sache, die wir hier nochmal zeigen. Wir haben die Kabummaske, ja, Kabim! Und wir können explodieren damit. Jede Explosion kostet Energie. Und wir wollen diese Maske einfach auch mal praktisch einsetzen. Warum denn auch nicht? Immerhin, wir haben noch keine Bomben. Das wird sich zwar gleich erübrigen, aber wir haben noch keine Bomben. Vielleicht sollten wir mal was dafür tun, dass sich das mal ändert. Und dementsprechend sage ich euch, wir gehen mal an dieser Skulltula hier vorbei, schwimmen hier mal lang, gucken uns mal die Ecke hier an und denken uns, oh Mann, ja, das ist eine ganz schöne Fackel ist das hier ja so. Also das ist ja echt schön hier. Ich mag diesen Ort sehr gerne. Na, dann können wir mal wieder weggehen.